Hi, ich bin Samira von Univision und wir sind heute mit dem Mucke-Regionalteam in Pools mit der Band Selmore Drive-By. Heute sind zwei von den insgesamt fünf Mitgliedern dabei. Stellt euch doch mal am besten vor. Hallo, ich bin einmal Kenji Koch und spiele in Selmore Drive-By E-Gitarre. Ich bin der Benny und ich bin der Sänger der Band. Ihr seid eine überregionale Band. Die meisten von euch kommen aus Hannover. Du studierst zum Beispiel in Göttingen. Richtig. Wie organisiert ihr euch und wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Nun, also zusammengekommen, das war ganz einfach. Vor knapp einem Jahr hatte mich der ehemalige Gitarrist von Selmore Drive-By gefragt, ob ich in dieser Band mitspielen möchte. Und ich hatte natürlich auch sofort zugesagt, weil es mir sehr Spaß macht, in der Band zu spielen. Und ich studiere hier in Göttingen und wenn man in Göttingen studiert, bekommt man das tolle Semesterticket, ja? Und dadurch kann ich umsonst immer nach Hannover fahren und somit kann ich jede Woche mindestens zweimal mitproben. Ihr positioniert euch zum Genre Post-Hardcore. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also Post-Hardcore, das, wie der Name schon sagt, ist es Hardcore, aber es kommt aus dem Hardcore, es hat aber natürlich ein paar Zusätze dazu, deswegen das Post. Und das ist bei uns zum Beispiel, also wir benutzen halt schnelle Rhythmen, auch laute E-Gitarren und auch harten Gesang teilweise, Shoutings, aber wir adden dazu noch so ein bisschen Gesang, melodische Teile und das ist uns natürlich auch sehr wichtig. Und ja, das ist, glaube ich, Post-Hardcore. Das ist immer schwer zu erklären. Der Ursprung von Post-Hardcore liegt in der Hardcore-Szene in den USA. Wart ihr denn schon mal in den USA? Ist es ein Traum von euch, dort mal zu spielen, da wo der Ursprung liegt? Also natürlich ist es ein Traum. Also die Szene ist, glaube ich, in der wir uns auch orientieren, ist in den USA riesig groß. Und ich war persönlich schon mal da, aber ich habe da jetzt noch nicht keinen Auftritt gehabt. Leider, leider. Benny, du schreibst die Texte. In eurer Band. Wie oder was inspiriert dich dabei? Oh, das ist, sind ganz viele Sachen. Es ist, glaube ich, wenn man so schreibt, dann hat man immer so ganz viele Sachen im Kopf. Und man denkt ja, man macht sich ja jeden Tag Gedanken über die Welt und persönliche Geschichten und was einen so gerade bewegt. Und das versuche ich immer in die Texte zu packen. Also ich verrate aber nie, was jetzt genau die Sache ist, die ich in dem Text verarbeite, aber ich habe schon immer so ein Thema, was ich dann da so behandle. Und wer vertont das Ganze bei euch? Also die Gesänge oder die Gesangslinien mache auch ich dann, ja. Okay. Ihr habt ja jetzt gerade ein aktuelles Video rausgebracht, Such Thin War. Und ja. Wir geben den Zuschauern jetzt mal einen Einblick, was denn Post-Hardcore so ist. Mitglieder kommen und gehen bei euch. Wie ist das denn? Ist das nicht manchmal anstrengend? Hat es Nachteile für euer Gruppengefühl? Also Nachteile jetzt eher nicht. Wir kriegen eher neuere Einflüsse und das ist auch natürlich sehr produktiv für unsere Band. Das ursprüngliche Mitglied Kim ist unser Schlagzeuger. Der ist seit 2007 dabei und seitdem hatten wir ein Kommen und Gehen. Jetzt zum Beispiel ist Benny, das ist auch unser neuer Sänger gewesen. Ich bin auch neu dazugekommen, erst 2011. Und unser aktuelles Mitglied, also der Bassist, ist zum Beispiel Lars Kollmann. Der ist jetzt erst vor einem Monat dazugekommen. Und klar, natürlich, wenn die alten Mitglieder weggehen, verschwindet der alte Ton, sag ich jetzt mal, der Sound. Aber die neuen Mitglieder bringen natürlich auch neue Ideen mit, neue Motivationen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Auf eurer Website steht, dass ihr Vergleiche zu euren Vorbildern nicht scheut. Wer sind denn eure Vorbilder und wie identifiziert ihr euch mit denen? Mit welcher Band identifiziert ihr euch am meisten? Also meist sind unsere Vorbilder auch die Bands, die wir privat hören. Unter anderem Thrice und Architects. Die sagen wahrscheinlich dem Zuschauer meist nichts. Vielleicht wäre eine berühmtere Band, mit der wir uns vergleichen könnten, Rise Against zum Beispiel. Aus dem Genre. Ja, das kennt man. Finanziert ihr euch selber oder habt ihr Sponsoren? Einerseits haben wir natürlich auch eine sogenannte Bandkasse, womit wir jeden Monat sozusagen einmal einzahlen und über unsere Merchandise, so etwas wie T-Shirts oder Beanies, natürlich auch noch Einkünfte haben.
Unter anderem auch über Gigs kriegen wir natürlich auch Eingriffe. Neuerdings haben wir aber auch Sponsoren bekommen, die uns Klamotten sponsoren oder auch natürlich finanziell unterstützen, unter die Arme greifen. Einer der Läden wäre zum Beispiel jetzt hier in Göttingen der Big Lebowski. Das ist auch ein Streetwear-Shop, der uns dann immer T-Shirts und Beanies gibt. Und wie kommt ihr dazu? Wie geht ihr so einen Vertrag mit einem Sponsor ein? Stellt ihr euch bei denen vor? Es geht Oder? relativ stumpf voran. Man geht in den Laden rein und fragt ganz höflich, ob es möglich wäre, eine Band zu unterstützen. Und erstaunlicherweise sagen viele zu. Das glaubt man gar nicht immer. Nee, das ist ja auch überraschend. Und also habt ihr da viel Erfolg gehabt Bisher hatten jetzt? wir guten Erfolg, ja. Also wenig. Und was sind eure nächsten Termine jetzt in der nächsten Zeit? Kommt ihr mal nach Göttingen? Ah, und zwar am 10.4., 10. April ist ein Mittwoch, spielen wir im Göttinger Exil. Und zwar nennt sich die Veranstaltung Helden von heute. Und dort könnten wir vielleicht mal die Bude zerreißen mit den Göttinger hier. Ihr habt auf eurer Webseite auch auf YouTube eine Akustikversion von dem Titel Skyscraper. Werdet ihr in Zukunft öftere Akustikversionen produzieren? Also einerseits liegt natürlich unser Hauptaugenmerk auf unseren Live-Gigs mit lauter Musik und der ganzen vollen Besetzung und ja, verstärkt. Aber was als nächstes auch kommen soll, ist auf jeden Fall eine Akustikversion von Forget Exist Pretend, den wir auch schon mal veröffentlicht hatten, also als richtige Version. Genau. Ja, dann werden sich eure Fans sicher darauf freuen und wir wünschen euch viel Erfolg für die Zukunft. Das ja, Dankeschön. Dankeschön. Ja.